darf man in einem chinesischen Restaurant essen? Ein Muslim darf nur das Fleisch essen von einem Muslim, der geschlachtet hat, oder einem Juden, der geschlachtet hat, oder einem Christen, der geschlachtet hat. Von allen anderen darf ein Muslim nicht das Fleisch essen. Was sind die Chinesen? Gehören sie zu Ahlul Kitab? Antwort? Nein. Also darfst du als Muslim dort nicht essen. Wenn wir über das Fleisch reden. Daher hat sich eigentlich die Frage erübrigt. Allah Azzawajal hat uns nicht erlaubt, von ihnen das Fleisch oder sonstiges zu essen. Jetzt sagt aber einer, ich möchte kein Fleisch dort essen, sondern ich möchte etwas essen, was nichts mit Fleisch zu tun hat. Dann sagen wir ihm, diese Geräte oder diese Pfannen oder sonstiges, was verwendet wurde, ist mit Najis. Das heißt mit Unreinheit, weil das Fleisch, was sie nehmen, benutzen, ist natürlich was? Meita. Und Meita ist Najis. Meita bedeutet verendetes. Etwas, was gestorben ist, ohne dass es islamisch geschlachtet wurde. Das ist Najis, das ist unrein für einen Muslim. Und wenn es in einer Pfanne gewesen ist, dieses Fleisch, dann darf ein Muslim nichts anderes damit vermischen, auch wenn das Fleisch selbst rausgelegt werden würde, denn das ist Najis. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Leider geben viele Geschwister von uns auch bei McDonald's und bei diesen ganzen Leuten Essen. Und leider gibt es Leute, die wal'iyadu billah auch Fatawa dafür geben, dass ein Muslim bei McDonald's und bei Burger King essen darf. Dieses Fleisch ist Najis. Und ist von den Kuffar. Und diejenigen, die sagen, es ist erlaubt dort zu essen, wir sagen ihnen, bei Allah schwört einen kräftigen Schwur, dass ihr genau wisst, dass das erstmal Juden und Christen sind, Nummer 1, und Nummer 2, dass sie geschlachtet haben. Schwört einen kräftigen Schwur. Können sie es? Sagt es mir. Das heißt, was ist die Regel für uns? Dürfen wir dort essen oder nicht? Nein, wir dürfen dort nicht essen. Aber leider, es gibt Leute, die fürchten Allah Azzawajal nicht und sagen dir, wir sind hier in einem Land von den Juden und Christen. Wir sagen ihnen, Barakallahu fik, wir leben auch in diesem Land. Wir kriegen schon einiges mit, ja. Also es ist nicht so, dass wir dumm sind, na, weil manche Leute wollen uns als dumm darstellen. Alhamdulillah, wir leben seit über 20 Jahren in diesem Land und wir wissen, was hier die meisten Leute sind. Sie sind Atheisten. Und selbst wenn sie Juden und Christen sind, das ist nicht die einzige Bedingung, die erfüllt werden muss. Was ist noch eine Bedingung, dass sie es geschlachtet haben müssen. Ha. Zwei Bedingungen. Eine ohne die andere Bedingung nützt dir nichts. Das Fleisch ist haram. Das Fleisch ist haram. Deswegen, ein Muslim isst nicht an diesen Orten. Alhamdulillah, es ist so, als ob manche Leute so tun, als ob wir keine Ersatzmöglichkeiten haben. Haben wir Ersatzmöglichkeiten? Alhamdulillah. Und selbst ich sage genau, wenn wir auch keine hätten, es ist nicht eine Notwendigkeit für dich, dass du sagst, hier, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt zu McDonald's rein und mir einen Burger reinziehen. Das ist nicht eine Dringlichkeit, eine Notwendigkeit, die das Haram aufhebt. Wallahu ta'ala ala wa a'la.